Ja, hallo Leute, ein neues Tabak-Review von mir. Und zwar habe ich was aus Ägypten mitgebracht, den Nakla Fakhrefina. Ist ein Multifrucht von Nakla. Und ja, was bezahlt man dafür? Also am Flughafen, in den Shops bezahlt man ungefähr 3,50 Euro für 250 Gramm. Kommen wir mal zum Schnitt und der Feuchtigkeit. Ich habe schon einiges geraucht. Ihr seht, es ist ein ganz feiner Schnitt. Und er ist nicht ganz so feucht wie in Deutschland. Wie ein deutscher Tabak, das werdet ihr vielleicht nachher auch beim Kopfbau sehen. Ich habe den Kopf ganz normal gebaut. In der Regel brauche ich dann immer so 18 bis 20 Gramm. Und hier waren es gerade mal 12, also es ist schon ungefähr 5 Gramm leichter, allein dadurch, dass weniger Molasse drin ist. Ja, zum Geruch. Ja, man riecht irgendwas. Aber eine direkte Frucht rieche ich persönlich nicht raus. Es riecht leicht fruchtig, aber hat auch so einen leichten Parfum-Touch. Es riecht ganz durchwachsen, also eine genaue Frucht kann ich daraus nicht deuten. Setup seht ihr wie immer dort eingeblendet. Ich rauche auf der NPS mit dem Agerhausschlauch. Zwei Lagen dickere Alufolie auf dem Tengis Medium Funnel mit 3 Brikos auf der NPS. Ja, geschmacklich schmeckt er ganz fruchtig, allerdings kann man auch hier keine richtige Frucht rausschmecken. Manchmal stelle ich mir vor, dass ein bisschen Banane oder Zitrone oder Erdbeer dabei ist, aber das ist, ich denke mal, ihr kennt das, wenn ihr an etwas denkt und raucht dann oder riecht dann was, dann ist das einfach das, ja. Ansonsten kommt diese leichte Parfumnote mit bei. Allerdings muss ich sagen, störte mich hier gar nicht. Ich finde sie sogar ganz angenehm. Tabak ist für mich ein sehr guter Multifrucht, Fakhrefina, ja. Es ist ein sehr guter Multifrucht-Tabak. Ich finde, er ist einfach lecker. Die kriegt sogar 8 von 10 Punkten von mir, trotz dass er eine Parfum-Note dabei hat. Schmeckt eigentlich fast genauso wie der deutsche. Also wenn ihr so auf Multifrucht steht, vielleicht mit einer kleinen Parfum-Note, dann ist er auf jeden Fall was für euch. Ja, das war's dann schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal.